In dieser Kurzdokumentation geht es um ein Eigentor während der Weltmeisterschaft 1994, die einem jungen Mann aus Kolumbien das Leben gekostet hat. Es ist mit Abstand einer der traurigsten Geschichten des Fußballs. Doch bevor das Video losgeht, check doch mal kurz ab, ob du meinen Kanal schon abonniert hast. Danke für deinen Support. Wir schreiben das Jahr 1994. Als Geheimfavorit fährt die kolumbianische Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA. Die Hoffnung auf den Titel war groß und es gibt einen, der es bereits Jahre zuvor besonders darauf abgesehen hatte. Es war Pablo Escobar, der gemeinsam mit dem Medellin-Kartell schon seit den 80er Jahren Kolumbien unter Kontrolle hatte. Das Geld, das er durch den Rauschgifthandel verdiente, investierte er unter anderem in den Bau von Fußballplätzen und sogar das Fußballteam Atlético Nacional wurde von ihm großzügig gesponsert. Und mit seiner Liebe zum Fußball kam auch die Liebe darauf zu wetten. Es wurde eine Menge Geld von den Kartellen reingesteckt. Schiedsrichter und Spieler wurden bestochen oder eben mit dem Leben bedroht. Pablo Escobar sollte diese WM jedoch nicht mehr erleben. Er wurde am 2. Dezember 1993 in Medellin von einem Sonderkommando ausgeschaltet. Doch die Spieler wurden weiterhin von seinem Umfeld, die Einfluss auf den Fußball haben wollten, unter Druck gesetzt. Ein Jahr nach Pablos Ableben war es dann endlich soweit. In den USA startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Vorfreude auf das Event war überwältigend. Doch nachdem die kolumbianische Nationalmannschaft das Auftaktspiel gegen Rumänien verloren hatte, kippte die Stimmung so langsam. Es gab mehrere Morddrohungen gegen die Spieler. Der Bruder vom Verteidiger Luis Fernando verlor sogar noch in derselben Nacht sein Leben, aufgrund seiner schwachen Leistung im ersten Spiel. Spätestens jetzt sollte allen klar sein, das nächste Spiel müssen sie gewinnen, sonst sind sie draußen bzw. es werden sehr schlimme Dinge passieren. Und das Ganze auch noch gegen Pablo Escobars Erzfeind, die USA. Vor dem Spiel soll Trainer Francisco Maturana weinend in die Kabine gelaufen sein. Die Angst zu verlieren war enorm hoch. Besonders auf den Mittelfeldspieler Barrabás Gómez hatte die Wettmafia keinen Bock. Sollte er eingewechselt werden, würden die Kartelle das ganze Team ausradieren lassen, hieß es in einer Drohung an den Trainer. Verängstigt und eingeschüchtert davon, sollte sie der Kapitän Andrés Escobar zum Sieg führen, der ganz nebenbei nur rein zufällig so hieß wie Pablo Escobar. Die beiden waren nicht miteinander verwandt. Nach einer langweiligen ersten halben Stunde im zweiten Spiel begann die kolumbianische Tragödie. Andrés Escobar lenkte den Ball unhaltbar ins eigene Netz. Kolumbien verliert deshalb gegen die USA am Schluss mit 1:2. Der Weltmeistertraum ist zerplatzt und Kolumbien scheidet in der Vorrunde aus. Die Mannschaft erhält daraufhin weitere Morddrohungen. Die meisten Spieler bleiben sicherheitshalber erstmal in den USA. Eine schnelle Rückkehr nach Kolumbien war zu diesem Zeitpunkt zu gefährlich. Und der Hauptschuldige für das Ausscheiden war natürlich schnell gefunden. Alle zeigten mit dem Finger auf Andrés Escobar, der eigentlich zuvor einer der beliebtesten Fußballer des Landes war. Noch bevor er wieder in seine Heimat ging, wollte er sich der Kritik stellen. In einem Zeitungsbericht entschuldigte sich der 27-Jährige für sein Eigentor und sagte: "Wir sehen uns bald wieder. Das Leben geht trotz der Niederlage weiter." Das waren seine letzten Worte in der Öffentlichkeit. Traurigerweise ging sein Leben danach nicht weiter. In der Nacht zum 2. Juli 1994 wird Andrés Escobar vor einer Bar in Medellin mit 6 Schüssen erledigt. Und sofort wird wild spekuliert, die Kartelle haben den Fußballer ermorden lassen. Immerhin hatten diese eine Menge Geld verloren, es wurden nämlich extrem hohe Wetten auf den Sieg abgeschlossen. Und auch der Täter ist wenig später auch schon gefunden, Humberto Muñoz Castro. Er soll Schulden bei kolumbianischen Kartellen gehabt haben, für die er auch ab und zu als Fahrer und Leibwächter gearbeitet hat. Besonders grausam, bei jedem einzelnen Schuss soll er spöttisch Tor gerufen haben. Humberto kassierte dafür erstmal 43 Jahre Haft, doch wegen guter Führung wurde er schon nach 11 Jahren wieder entlassen. Die kolumbianische Regierung verordnete nach der Tat an Escobar Polizeischutz für die anderen Nationalspieler, die sich noch im Land aufhielten. Für Andrés Escobar kam dies leider zu spät. Was ist eure Meinung zu dieser traurigen Geschichte? Findet ihr es nicht krass, wie der kolumbianische Fußball von den Kartellen beeinflusst worden ist?
Beziehungsweise könnt ihr euch auch vorstellen, dass es heutzutage immer noch so ist, in dem ein oder anderen Land? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.